Ich bin verantwortlich für einen Bereich Organisation und Transformation. Das hört sich so ein bisschen technisch an, aber letztendlich begleiten wir bei uns umfassende Restrukturierungs- und Transformationsprozesse von Kreditinstituten. Also wenn man über Transformationsprozesse redet, ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass man ja einen Startpunkt hat, wo ein Institut anfängt, sich zu verändern und ein Ziel definieren muss, wo es hin will. Und Transformation beschreibt ja letztendlich nur den Weg zwischen Startpunkt und Zielpunkt. Wenn man sich aktuell die Bankenlandschaft mal so ein bisschen anguckt, dann verändern sich ja in großem Maße Geschäftsmodelle, Wettbewerbssituationen, es kommen neue regulatorische Anforderungen hinzu, sodass die Finanzinstitute eigentlich vor der permanenten Herausforderung stehen, sich neu auszurichten. Und wir begleiten eben als ZTB die Finanzinstitute praktisch von der strategischen Konzeption bis hin zu tatsächlich auch Umsetzung von Veränderungen von Prozessen, Reduktion von Kosten, großen Restrukturierungsvorhaben bei diesem permanenten Erneuerungsprozess. Das sind die Herausforderungen, die wirklich dann ganz unterschiedliche Skillsets auch im ZTB fordern. Ja, Mitarbeiter, die sich eben in Prozessen im Detail auskennen, in der IT im Detail auskennen, die sehr gut auch in der Lage sind, die Kollegen in den Banken mit auf diesen Prozess zu begleiten. Das alles formt dann ein erfolgreiches ZTB-Team.